So, meine Lieben, zum zweiten Mal darf ich euch dieses Deck präsentieren. Das erste Mal werdet ihr gar nicht sehen. Und warum? In dem Deck kommt diese schöne, oder kam diese schöne Karte vor. Ja, Expressive Iteration. Eine Woche vor dem Bann nimmt man das Deck auf und dann auf einmal kommt der Bann. Nach Ewigkeiten dann doch endlich mal. Danke, Wotzi. Habt das schön gemacht. Decktech zu Jeskai Warhammer. Wir lassen mal einen Hammer fallen. Wie gesagt, das Decktech war eigentlich schon durch. Dann halt nicht mehr. Doof. Zeige ich euch jetzt einfach mal mit Easy Fixes, die ich jetzt reingenommen habe, weil ich glaube, sie könnten funktionieren. Werd da dann aber auch ein paar Gedanken zuteilen. So ein bisschen Voodoo-mäßig. Fangen wir an mit dem Decktech. Zum zweiten Mal. Und zwar fangen wir wie immer an mit der Mana-Basis. So, und da fangen wir ganz einfach an, indem wir zwei Tundren nehmen. Dazu brauche ich nicht viel zu sagen, wer Legacy kennt, kennt Tundren. Eine Volcanic, ein Plateau. Das sind unsere Duels. Das Plateau finde ich hier drin relativ wichtig. Kommt durch die Warhammer-Karte tatsächlich. Ob es jetzt noch so wichtig ist, ohne die Iteration, die hier dreimal drin war, ist die Frage. Ich glaube aber schon. Allein schon wegen Sideboard und allein schon wegen diversen Karten, die hier drin sind, wo rotes Mana benötigt wird oder rotes Mana oder mehr Mana-Farben interessant sein können. Wo wir bei Non-Basics sind, spielen wir dann noch genau eins. Und das ist die Mystic Sanctuary. Die kommt halt enttappt ins Spiel, wenn sie ins Spiel kommt, drei oder mehr Inseln kontrollierst. Und wenn sie enttappt ins Spiel kommt, kannst du eine Instant oder Sorcery aus dem Friedhof oben aufs Deck legen. Die ist fetchbar, weil sie eine Island ist. Und ist hier drin einfach nur für Pulver. Dass du mehr Brainstorm hast, mehr Ponder, mehr Cantripping, mehr Removal. Ja, einfach mehr. Von allem mehr. Und dann auch noch, wie du es haben willst. Wir spielen kein Days, das heißt, wir können sie normalerweise nicht multiple benutzen. Aber als One-Shot ist die immer noch gut. Kommen wir zu den Basics. Da ist das Deck relativ easy aufgestellt. Spielen wir drei Inseln, drei Plains, ein Mountain. Ja, ist halt Jeskai, ne? Also ist jetzt kein Wunder, dass wir hier Jeskai-farbene Basics drin spielen. Verteilung ist auch relativ simpel nach Gewichtung von Mana, was wir brauchen. Wir brauchen viel Blau, wir brauchen weniger Weiß und wir brauchen ganz selten Rot. Ich bin aber immer ein Fan davon, zumindest das Basic drin zu haben, damit man auf jeden Fall auf das fetchen kann, was man braucht. Und auch safe das Mana hat, falls Wasteland beim Gegner liegt. Ja, und das Ganze wird dann abgerundet von 4 Scalding Tarn, 4 Flooded Strand, ein Arithmesa. Ist jetzt hier nicht wie im Delver, wo du sagen kannst, du nimmst einfach jedes Blaufetch zweimal rein, weil du brauchst die Arithmesa, um auch mal auf dem Basic Rot oder auf dem Basic Weiß fetchen zu können oder das Plateau. Und da ein bisschen versiler zu sein, so ein bisschen Level drin zu haben, dass du sagen kannst, okay, das Arithmesa ist immer noch für andere Fetch-Targets drin. Und noch ein blaues reinzunehmen lohnt halt nicht, weil du damit dir halt genau diese Fetch-Targets rausnimmst. Es könnte auch ein Prismatic Vista sein. Spielen manche auch ein, zwei Mal. Da müsste man aber wahrscheinlich gucken, ob man das Plateau dann rausnimmt und andere Basics reinnimmt oder generell dann mehr Basics spielt, weil dann ist es im Endeffekt ein Tricolor-Fetchland. Aber ich finde die Version und die Mana-Basis schon sehr sweet. Also ich habe das Deck auch schon gespielt, damals halt mit Iteration. Und das wird heute so ein roter Faden, so ein blau-roter Faden, der sich hier durchzieht. Aber ich glaube, das Deck funktioniert auch ohne und das auch sehr gut. So, haben wir die Länder, kommen wir zum Rest. Kommen wir zu dem
schönen Part an Kontrolle, den Counter. Zumindest mal, wenn man blau spielt. Ja, da nehmen wir einfach mal viermal den Klassiker, Force of Will. Sollte jeder kennen, 5 Mana, Counter-Target Spell, man kann auch eine blaue Handkarte abwerfen und Leben bezahlen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Ist so das Go-To-Ding in Kontrolle halt. Ne? Dann spielen wir zusätzlich noch ein Dovins Veto für ein blaues und ein weißes, kann nicht gecountert werden. Counter mal ein Non-Creature-Spell. Könnte auch ein Counter-Spell sein, klassischer. Ich probiere jetzt mal das Veto aus, einfach weil meistens countert man eben nicht Creature-Spells. Und ja, der nicht kann nicht gecountert werden, Parse ist hier drin halt wichtiger, finde ich, als versilere Targets zu haben, wenn du einen Arsch voll Removal für den Rest im Deck hast. So, und dann kommen direkt schon mal zwei Ersatzsachen für die drei Iteration, die drin waren. Ganze zwei Counterbalance. Counterbalance sieht man immer öfter im Delver oder relativ oft im Delver für 2 blaue Mana ein Enchantment, das triggert, wenn der Opponent ein Spell castet. Man deckt die oberste Karte vom Deck auf von sich und wenn die Mana Value matchen, wird der Spell gecountert. So. Da Jeskai Control oder generell blaue Kontrolldecks ja dazu neigen, einen Arsch voll, und damit meine ich wirklich einen Arsch voll, Cantrips zu spielen, ist das jetzt kein Problem, ein bisschen Setup zu betreiben, wenn man weiß, was der Gegner spielt und wenn man weiß, was vom Gegner jetzt das Problem ist. Wenn man gegen Burn spielt, will man eine 1 oben haben. Wenn man gegen Delver spielt, will man eine 1 oben haben. Oder was, um den Murktide wegzukriegen. Ja, und lauter so Sachen, Nuller-Spells gegen Artefakt-Heavy-Decks, die auch mal gerne Nuller-Artefakte droppen. Yada, yada, yada. Also, die Karte setzt voraus, dass du das Gegner-Deck kennst und dass du ein bisschen mit deinen Cantrips haushaltest. Kann dir aber dann einen ungemeinen Vorteil geben, gerade gegenüber anderen Control-Decks, wenn du halt einfach immer die 1 oben liegen hast, entweder durch Zufall oder halt durch ein Setup und Cantrips runterkontrollierst, Outs runterkontrollierst und so weiter und so fort. Also ist wirklich eine Karte, wer die guten alten Countertop-Zeiten kennengelernt hat, der hat jetzt wahrscheinlich so ein leichtes Zucken im Auge oder so ein nervöses Zucken, weil war echt nicht schön. Aber Karte, die man definitiv spielen kann, die ich jetzt einfach mal ausprobieren will, weil wie gesagt, Iteration ist weg und ja, wenn ich halt keinen Draw 2 habe, dann counter ich dir halt deinen Scheiß weg, ne? Warum auch nicht? So, das Ganze dann zweimal. Ja, waren wir schon durch mit den ganzen Countern. Ging ja schnell. Was jetzt nicht so schnell geht, ist das, was ich jetzt als nächstes hier raushol. Und das sind die ganzen Cantrips. Da sind wir aber ganz schnell durch. Die meisten kennt man. Ich muss nur einen wahrscheinlich wirklich erklären. Das spielen wir einfach, oh Wunder, 4-mal den Brainstorm. Blaues Mana, 3 Karten auf die Hand, 2 Karten wieder oben drauf. Manche würden sagen, es ist wie ein Opt. Und ja. Ist halt gerade um Spells, die später noch kommen, kleiner Spoiler, wieder oben drauflegen zu können, sehr interessant. Und halt für Counterbalance. Gerade wenn du den Trigger auf dem Stack setzt, du hast Brainstorm auf der Hand, du weißt, was der Gegner spielt, die passenden CMC draufzusetzen. Wahnsinnig gut. So, was haben wir da noch? Ponder. 3-mal an der Zahl. 3-mal da unten, 1-mal hier oben. Blaues, guckst dir die obersten 3 Karten der Bibliothek an und ziehst eine Karte. Kannst mischen oder die oben beliebige Reihenfolge oben drauflegen davor. Auch wieder Counterbalance. Man muss das Gegnerdeck kennen, man muss dran denken, dass man die oberste Karte zieht. Also das Stacken ein bisschen beachten oder halt einfach mischen. Ist jetzt in den meisten Fällen, außer in Teferi liegt, eine Karte, die man proaktiv spielt anstatt reaktiv. Aber immerhin, ja, da steht Draw a Card drauf, was wollen wir mehr? Also hier steht fast überall Draw a Card drauf. Fällt mir vor Schreck Ponder runter.
So, und dann spielen wir noch einmal Portent. Jüngere Magic-Spieler werden sich jetzt verwundert die Augen reiben und sich denken, er ist aus Ice Age. Blaue Sorcery für ein blaues Mana. Du guckst dir die obersten drei Karten von einem Spieler an. Ja, es darf auch der Gegner sein. Ich hab's gerade nochmal gecheckt. Ja, entweder shuffelst du dann die Library oder tust den in irgendeiner Reihenfolge oben drauf. Und dann zieht man selber eine Karte in der nächsten Upkeep. Ist im Endeffekt gedacht als Ponder 5 für mehr Setup, für Counterbalance und was noch kommt. Man kann es aber halt auch einfach benutzen, wenn man nicht will, dass der Gegner Karte XY ziehen könnte, um das zu kontrollieren. Jetzt aktuell nur einmal drin, weil aus drei Expressive Iteration mussten drei andere Karten werden. Mal gucken, wie die sich schlägt, ob die vielleicht mehr Platz findet und was dann der Platz wird für die Karte. Ja, das waren schon die ganzen Cantrips. So viel war da ja gar nicht. Also beim letzten Deck, das, was ihr nie zu sehen bekommt, waren es mehr. Da waren nämlich noch drei mehr dabei. Also zwei mehr. Kommen wir zu dem Zeug, was einem das Herz aufblühen lässt. Removal. Fear Swords to Plowshares. Der Klassiker, weiß es. Ja, exalts eine Kreatur. Und der Gegner bekommt Leben in Höhe der Angriffsstärke. Prismatic Ending, auch viermal natürlich. Für ein weißes und XX Seeds to Target. Für ein weißes und XX Seeds to Target Nonland Permanent. Mana Value gleich der Anzahl an Farben, die dafür ausgegeben wurden. Deswegen zum Beispiel auch die Arid Mesa hier drin, dass man safe das Plateau fetchen kann und auch die drei Mana zusammen bekommt, auf jeden Fall. Dann. Noch eine schöne Karte. Supreme Verdict. Spielen wir halt da zweimal. Von blaues, zwei weiß und beliebiges Sorcery. Die kann nicht gecountert werden, zerstört alle Kreaturen. Destroy All Creatures ist hier drin dann auch noch tatsächlich sehr spaßig. Kommt gleich noch. Ja, und dann der erste Spell, weswegen wir unser Topdeck kontrollieren wollen, Terminus. Man kann es für 6 Mana spielen. Macht nur irgendwie keiner. Man spielt es lieber für die Miracle-Kosten für ein weißes. Miracle triggert ja, wenn die erste Karte ist, die im Zug zieht. Das heißt, das geht auch im Gegnerzug. Das heißt, Portent hat da tatsächlich Text. Put all creatures on the bottom of their owner's libraries. Ja. Räumt halt einfach das Board weg, schiebt alles unten drunter und macht das zu Problemen von Zukunftsdumme. Ja. Ist halt hier als guter Removal drin, der Zeug auch trifft, der zum Beispiel indestructible wäre oder der sonst schlecht wegzukriegen ist. Wenn du jetzt gerade zum Beispiel kein Supreme Verdict hast. So. Ja. Wären wir schon mit dem ganzen Removal durch. Ist hier drin dann tatsächlich auch eine ganze Menge, wenn man überlegt, ob man noch Zeug unten, dass man sich auch wieder eins oben drauflegen könnte. Ganze 11 an der Zahl. Fangen wir mal so ganz langsam mit Win Conditions an. Ja, und wir zeigen euch erstmal einen Teferi Time Raveler. Ja, dreimal der gute Dude, den sollte eigentlich jeder kennen. Gegner kann nur noch Sorcery Speech Karten spielen. Der kommt mit 4 Marken rein. Für plus 1 kann man selber Sorceries als Instant spielen, was hier drin eine Menge enabled. Gerade Ponder und so weiter ist da drin dann geil, weil ne, wir haben ja schon einen Miracle Spell gesehen und gerade auch mit der Counterbalance macht das sehr viel Spaß. Minus 3, man bounced eine Kreatur oder Artefakt oder Enchantment und zieht eine Karte. Ja, das war's. Das ist eigentlich ein riesen geiles Control-Tool, der unsere Sorceries besser macht und die Gegner-Spells richtig schlecht, gerade die Counter-Spells. Oder so Zeug, was Suspend hat. Mögen die gar nicht. So, kommen wir zum Win Condition. Ja, die wandernde Geiserin, The Wandering Emperor. Für 4 Mana und 3 Marken mit Flash. Und die hat den Passus, wenn die in dem Zug, in dem die das Spielfeld betreten hat, kann die ihre Fähigkeiten benutzen, als wären es Instant.
für plus eins, kriegt eine Kreatur plus eins Counter auf sich und bekommt Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Minus eins, wir machen einen 2-2 Samurai-Token mit Wachsamkeit und minus zwei, wir exilen eine getappte Kreatur und bekommen zwei Leben. Der minus zwei ist häufiger wirklich einfach im Gegnerzug als Instant Removal zu sehen. Oder halt der minus eins als Blocker-Generator. Ganz selten flasht man den beim Gegner rein und plus den dann, weil bis jetzt haben wir nicht so viele Kreaturen gesehen und werden wirklich auch nicht mehr. Also es werden schon mehr, aber so viele sind es halt auch nicht. Ist halt im Endeffekt ein Removal on a Stick, der Attacker und Blocker erschafft. Und einmal oder zweimal zwei Leben gibt. Wenn es darauf ankommt, ist halt eh schon problematisch. So. Spielen wir noch ein Doggo. Einmal Comet Stellar Pub. Für ein weißes und ein rotes und zwei beliebige kriegst du 5 Mana Planeswalker, 5 Mana. 5 Marken Planeswalker mit 0 Roll a Dice. D6, um genau zu sein. Wenn du eine 1 oder eine 2 würfelst, bekommt der 2 Marken. Und dann kriegst du 2 1-1 grüne Squirrel Creature Token. Die kriegen bis zum Ende des Zuges Haste. Wenn du eine 3 würfelst, geht da eine Marke von runter. Und man nimmt eine Karte mit Mana Value von 2 oder weniger vom Friedhof auf die Hand. Das kann hier drin jetzt nicht nur Cantrip oder Removal sein, sondern auch mal was anderes. Aber es ist hauptsächlich Cantrip oder Removal, weil, naja, mehr Karten ziehen, mehr Brainstorm. Ich meine, hey, die haben uns Iteration gebannt. Hallo, wir müssen Karten ziehen. Wirbeln mal eine 4 oder eine 5. Schießt der Schaden Höhe der Marken, die er hat, an der Kreatur oder am Spieler und dann macht der minus 2. Und dann haben wir noch für 6, kriegt er eine Marke und dann dürfen wir die aktivierten Fähigkeiten von ihm zweimal mehr benutzen. Funny Side Fact, es gibt irgendwie eine tiny, whiny percentage, dass du es schaffst, mit dem einen Kill hinzulegen, wenn der ins Spiel gekommen ist. Durch halt dementsprechend oft einen Sechser zu rollen. Ich hab's nicht ausgerechnet. Ich hab's noch nicht erlebt. Ich werd's wahrscheinlich auch zu meinen Lebzeiten nicht erleben. Irgendwelche Statistik-Nerds können sich das ja mal zusammenklamauern. Dafür habe ich zu wenig Ahnung von Stochastik. Aber es gibt irgendeine wahrscheinlich noch nicht mal Percent, sondern wirklich Promille Zahl, dass das passieren kann. Also dementsprechend auch ein Out. Also generell auch ein Out, weil der schießt Schaden und macht Eichhörnchen. So. Und kommen wir mal zu einem weiteren Relikt aus Countertop-Zeiten, den wir zweimal spielen. Jace the Mind Sculpture. Dürfte eigentlich jeder kennen, das 4 Mana Planeswalker, der kommt mit 3 Marken rein, plus 2 Fate Seal beim Gegner, 0 Brainstorm, weil Karten ziehen. Minus 1 ist ein Bounce für eine Kreatur. Und minus 12 ist halt hier in dem Sinne ein Out. Wechselst die Library vom Gegner, nimmst die Karten aus der Hand, shuffelst die, legst die dem ans Library dahin und sagst, viel Glück, bring mich um. Meistens ist dort Out, außer du hast einen cleveren Gegner, die dann 7 Handkarten storen und noch 7 Züge haben und gibt auch Leute, die dann schon gewonnen haben, aber meistens ist der halt ein Out. Ja, ansonsten ist der halt, wie gehabt, der Brainstorm, um ein Setup zu machen für unseren Miracle Spell und für die Counterbalance. Das Fate Seal einfach, um den Gegner zu kontrollieren oder sein eigenes Deck. Wenn man weiß, man hat Schrott oben drauf, kann man das auch mal machen. Ja, und der Bounce ist halt einfach ein Bounce. Ne? Also du nimmst eine Kreatur zurück auf die Hand. Ist hier drin sogar, hat hier drin sogar ein bisschen Text, aber wirklich so weit kommen lassen sollte man es nicht. So, wären wir bei den Planeswalkern dann auch schon durch. Jetzt kommen wir zu dem skurrilen Part. Wir spielen sogar Kreaturen. Ganz komisches Zeug. Ja, die erste Kreatur ist im Endeffekt auch ein Tutor. Timeless Dragon. 5 Mana, Flying, 5-5er. Den können wir Plane Cycling machen. Dafür ist der eigentlich halt drin, damit wir uns eine Ebene raussuchen können, wo auch zum Beispiel wieder die Arithmesa ins Spiel kommt.
Nicht die Aradmesa, das Plateau. Und wir können für 4 Mana eternalisen, das heißt, er kommt als 4-4er Flieger wieder aus dem Friedhof, ist dann aber schwarz und der hier wird exiled. Heißt, im Endeffekt kriegen wir eine Kreatur, die uns ein Land raussucht und danach ein Buddy macht und Eternalize castet nicht. Das ist eine Fähigkeit. Deswegen zum Beispiel der auch in Standstill-Decks gern gespielt wird. Aber das halt auch ein Punkt ist, wo du sagen kannst, du kriegst einen Buddy, der nicht gecountert werden kann. So. Dafür aber gestifelt. Kommen wir zur nächsten Kreatur. Der gute alte Snabby. 2 Mana Human Wizard, 2-1 mit Flash. Wenn der ins Spielfeld kommt, können wir eine Instant oder Sorcery Flashback geben im Friedhof. Die Flashback-Kosten sind die Mana-Kosten. War lange Zeit hier quasi der Beatdown-Plan in dem Deck. Also gerade wenn es UW-Control war von ganz früher, so Countertop-Zeiten, war es so der Beatdown-Plan. Der funktioniert auch irgendwie jetzt mit Wandering Emperor vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil dann kann er auch mal 3-2 oder 4-3 werden oder so, ist aber halt immer noch keine geile Methode. Der ist im Endeffekt nur dafür da, für mehr Brainstorm, weil mehr Brainstorm mehr gut oder mehr Ponder oder mehr Portent. Mehr Removal. Auf der anderen Seite ist der halt, ja, Bounce-Target, kann ein Flash-Blocker sein und so weiter und so fort. Das ist einfach sehr versil, das kleine Kerlchen. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist unser Out. Das haben wir jetzt zum Beispiel in der Karte, wo wir dann schon 4 von spielen, weswegen der ganze Schmuh hier jetzt auch Warhammer Control heißt. Ja, denn es ist eine Karte aus dem Warhammer-Set. Triumph of St. Catherine für 5 Mana, und zwar ein weißes und 4 beliebige, kriegen wir einen 5-5er Lifelinker. Klingt jetzt nicht so geil. Der hat Präsidium Protektiver, eins dieser komischen Keywörter aus dem Warhammer-Zeit. Dunemals, vor einem halben Jahr oder so. Und wenn der stirbt, also die Karte vom Feld auf den Friedhof geht, nimmst du die obersten 6 Karten face down, legst die dabei, shuffelst diesen Pile und nimmst dann diese eben 7 Karten und tust die oben auf die Bibliothek. Heißt, solange wir keinen Terminus spielen oder den selber exilen, warum auch immer, kriegen wir den nicht los. Was zum Beispiel bei unserem Mars Removal, bei dem Supreme Verdict, sehr wichtig ist. Wie gesagt, Terminus haben wir auch noch, aber Terminus ist halt einfach drin, weil Miracle zu triggern hier drin eigentlich ein Plan ist, weil die gute Dame hat halt auch Miracle. Dann kann man so kriegen wir 5-5er für ein weißes und ein beliebiges. Das ist halt nett. Das ist vor allen Dingen dann nett, wenn wir mit Portent haben und in der gegnerischen Upkeep dort machen können. Oder mit dem Teferi halt über unser Ponder das noch zaubern können. So, und vom Brainstorm überhaupt nicht zu sprechen, wobei da müssen wir schon Glück haben oder ein gutes Setup, dass das passiert. Dazu kommt, wir haben hier drin einen weiteren 5-Mana-Spell neben Force, um in der Counterbalance einen Force zu countern. Was auch nicht immer schlecht ist, weil wenn wir uns streiten, dann meistens wegen Force. Und wenn du Counterbalance spielst, versuchst du immer eine relativ schöne Kurve drin zu haben. Gut, wir haben jetzt hier von den 2er-Drops 2? 3? Wenn die andere Counterbalance nicht liegt. 3 haben wir ein paar drin und dann 4 und 5 auch ein paar. So, also von daher, die Curve ist so 1, ja. 0, weil wir spielen Länder. Ja, und dann haben wir die noch als 5er. Klar, wir spielen die natürlich wegen Miracle und wegen dem Beatdown-Plan, weil 5-5er Lifelinker für 2 Mana, den nehme ich. Vor allen Dingen, wenn der halt von Destroy-Effekten de facto nicht vom Feld geholt wird. Oder Sack-Effekten. Du musst die exilen. 5 Mana aufzukriegen bei einem Prismatic Ending ist halt, also 5 Mana-Farben, für wenige Decks möglich. Und da ein Sword reinzupumpen ist halt auch ätzend, weil naja, kriegst halt 5 Leben, ne? Und einem Control-Deck 5 Leben zu geben, ist nie geil. Jo. Das
unser Out, weil bis dato hatten die Decks, wie man so sieht, Snappy und den Timeless Dragon als Out. Dann kam irgendwann mal der Eternal Wanderer. Ganz früher halt noch nur Jace und Snappy. Und somit haben wir jetzt halt auch mal einen Beatdown-Plan, der auch super funktioniert. Und tatsächlich auch zum Beispiel Turn 3 dann einfach mal enabled werden kann. Weil ja, wenn der Miracle-Trigger auf den Stack geht und es ist Turn 2, also wir sind in unserem Turn 2, haben wir halt keine 2 Mana liegen, das ist das Problem, weil ja, der muss dann halt direkt gecastet werden. Auf der anderen Seite könnte man zum Beispiel auch einen Human Monk spielen, den guten alten Monastery Mentor, wo wir allerdings ein bisschen Probleme mit Tribal kriegen, weil die 1-1er dann halt sterben, wenn zum Beispiel ein Black Engineer liegt. Und der halt, ja, das hier ist ein anderer Angle of Attack und ist ein 5-5er Beater, der im besten Fall mal so in 3 Runden ausmacht. Kann der als Mentor auch, ja. Braucht aber auch wesentlich mehr Setup dafür, weil wir müssen dann Spells cyclen, um das zu machen. Die Dame hier liegt, die Dame hat zudem auch noch Lifelink, das heißt, sie ist auch noch ein guter Blocker. So, und wenn wir dann auch noch +1/+1 Marken da drauf schmeißen und der Erstschlag kriegen mit dem Wandering Emperor, noch besser. Noch viel besser. Ja, wären wir mit dem Mainboard durch. Kommen wir zum Sideboard. Ganz klar, wir brauchen was gegen Kontrolle, wir nehmen Pflasterstorm mit rein. Ganz klar, wir brauchen was gegen Kontrolle, nicht gegen Kontrolle, gegen Combo. Dann kommt auch noch Force of Negation dabei. Diesmal hier 2-mal. Pflasterstorm eigentlich dann auch gegen Kontrolle und Combo. Ja, ist halt schöne Karten. Da steht drauf, Counter-Target Spell. Wir wollen Spells loswerden. Dann können wir, theoretisch auch schon das Pendant dazu spielen, was auch ein Removal sein kann. In 3 Variationen gleich 4-mal. Pyroblast 2-mal, Red Elemental Blast 1-mal und Blue Elemental Blast 1-mal. Wie viel Text der Blue Elemental Blast noch hat, muss ich jetzt tatsächlich erstmal noch rausfinden, weil der war halt auch für EI drin. Der kann auch so was wie ein Dragonrite Channeler oder halt mal ein Bolt cracken. Ist die Frage, wie sich die Delver-Listen anpassen. Aktuell sieht man so gut wie alles. Deswegen ist die Frage. Aber generell, ja, ist ein Removal, ist ein Counter, ist eine gute Karte in jeder von den 3 Variationen. So, dann eine Karte, die wir uns mal vorstellen. Brotherhood's End. Ist ein Sorcery für 3 Mana, für 2 rote ein beliebiges. Entweder schießen wir jeder Kreatur in jedem Planeswalker 3 Schaden. Da tangiert hier drin wirklich nur unsere Planeswalker und den Snappy. Oder wir zerstören jetzt Artefakt mit Mana Value 3 oder weniger. Jo. Das ist im Endeffekt der Platz von dem Meltdown früher, gepaart mit dem Platz, wenn man es gespielt hat, von einem K-Return, also Kozilek's Return zum Beispiel. Kozilek's Return hätte dieselben Kreaturen getroffen, und keine Planeswalker. Wenn man jetzt hier drin spekuliert, was mit wie vielen Marken reinkommt, könnte der Wandering Emperor sterben, je nachdem der Teferi. Ein Jace wird schwieriger, weil man den meistens direkt plus. Und bei dem Comet kommt drauf an, was man würfelt. Aber ansonsten hier drin eine gute Karte, eine versile Karte und eine Sorcery, die wir uns wieder oben drauf legen könnten. So, kommen wir zu einem Enchantment. Temporary Lockdown. Für 2 Weiße und beliebiges kriegen wir ein Enchantment, die jede Non-Land Permanent mit Mana Value 2 oder weniger ins Exil schickt, solange die drin ist. Also ein Oblivion Ring fürs ganze Board, Mana Value 2 oder weniger. Die ist halt witzig mit dem Teferi, weil wenn danach nochmal was reinkommt, was Mana Value 2 oder weniger hat, was man nicht so mag, dann bounced man die dann mit dem Teferi nochmal und spielt die nochmal neu aus. Ja, der Gegner bekommt dann eventuell nochmal ETB-Trigger oder so, weil das Zeug halt alles wieder in den Friedhof kommt. Und ja, man selber hat halt den Snappy und Token, die man damit kriegt. Aber eigentlich zu gut. Also ich hab's schon gemacht und es war halt witzig. Ja, ein guter Removal und ein Removal, der liegen bleibt. So, wir hatten eben schon was gegen, also das ist halt auch zum Beispiel gegen sowas wie Hatecast.
Die haben sehr viele 0- und 1-Mana-Artefakte. Wo wir bei Artefakten sind. Hm. Serenity. Schöne Enchantment. Für ein weißes und ein beliebiges. Ein Upkeep-Trigger, der alle Artefakte und Enchantments zerstört. Dabei geht die halt selber, ja. Aber dann nimmt man sie ja auch für rein, dass man Scheiß wegbekommt. Und zwar wichtigen Scheiß. Dazu kommt halt, man könnte die theoretisch, wenn man Glück hat, mit dem Comet nochmal auf die Hand nehmen, weil Mana Value 2 oder weniger. Aber, was der Dice entscheidet, also der Würfel. Einfach auch Removal für, ja, Enchantment und kriegt eine Ursa Saga weg und die Token. Und alles, was damit getutort wurde, also eigentlich eine gute Karte. Ja, dann spielen wir noch zweimal ein Dressdown. Ich glaube, die Karte muss ich nicht wirklich beleuchten. Sieht man mittlerweile fast überall, in jedem Format, wo sie legal ist. Eine Karte, die ich aber beleuchten möchte, Ruination. Ja, Ruination, Sorcery. Für 4 Mana, davon ein rotes und 3 beliebige, zerstören wir ja alle Non-Basic Lands. Kann halt gegen viele Decks sehr gut sein. Delver spielt ein Basic. Eightcast spielt 2 Basic. Reanimator spielt Basics, ja. Würde ich dagegen auch tatsächlich nicht spielen, wenn man mal gegen Post-Deck spielt oder gegen Lands. Die spielen relativ selten Basics. Man selber spielt davon tatsächlich ja dann 6 an der Zahl. Und ja, man geht nach dem Borden meistens eh her und fetcht Kohärent auf Basics. Einfach nur, um dem Gegner die Frage zu stellen, was spiel ich jetzt? Wenn er eh so angreifbar ist in die Richtung, spiele ich einen Blood Moon? Spiele ich einen Back to Basics? Spiele ich das? Oder vielleicht From the Ashes? So, und ich spiele das über zum Beispiel From the Ashes, weil From the Ashes kann einem noch ein Basic raussuchen für jedes Non-Basic, was zerstört wurde. Hier sind die Karten weg. Das heißt, ich kann auch mal Decks, die Non-Basics, die Basics spielen, eiskalt erwischen. So, und dafür ist die Karte einfach drin. Und dann noch, weil wir Graveyard Hate brauchen, den Klassiker, den brauche ich auch gar nicht da oben hinlegen, 2-mal eine Surgical Extraction. Sucht man halt ein Non-Basic Permanent beim Gegner aus dem Friedhof, aus der Hand und aus dem Deck. Ja, für in dem Fall 2 Leben. So viel zu Warhammer Control. Wie gesagt, habe ich euch schon mal vorgestellt. Damals war tatsächlich das Portent und zwar die beiden Counterbalance, die engineered, die Expressive Iteration. Die Karte gibt's halt jetzt nicht mehr im Legacy. Und ja, es war klar, dass die geht, dass die genau dann geht, ist halt doof. Auf der anderen Seite habt ihr so ein Deck-Tag, was jetzt nicht outdated ist nächste Woche. Was das Deck angeht, ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Wie gesagt, das war jetzt wirklich die Counterbalance reinzunehmen und das Portent war jetzt wirklich nur so, mal gucken, ob es funktioniert. Beziehungsweise mein Guess. Man könnte theoretisch auch Narsets reintun, weil jetzt sind halt die Cantrips wieder aktiv angreifbar von Narset oder Hullbreacher. Aber ich wollte jetzt mal auf diesem Wege probieren und eine Deckliste kreieren, die halt tatsächlich so in den alten Miracle-Style reingeht. Also wirklich mit Counterbalance, Cantripping, Miracle-Spells. Nur dass die Miracle-Spells hier halt nicht nur Terminus und Entreat sind, sondern Terminus und die St. Catherine. Weil für 2 Mana ein 5-5er mit Lifelink, den du verdammt schlecht wegbekommst, ist schon ein guter Deal. Finde ich. Und ich habe das Deck so auch in der Art schon gespielt und ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. So, man sieht, hört, riecht sich. Ciao.